Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Schön sehen wir heute aber nett aus, oder? Nee, irgendwie völlig vergrisselt. Das am Montagmorgen, das wundert mich jetzt gar nicht. Naja, vielleicht schläft das Ding noch, ja. Ja, das braucht auch immer nach dem langen Wochenende, ne? Boah, die Themen fallen uns ja nur so zu. Es bleiben auch welche da, ne? Schuldenbremse, mein Gott. Ach nee, sag einfach Rudi zu mir. Sonst bin ich Genau, Rudi. dafür verantwortlich. Nee, 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 mach dir keine Sorgen. Guck dir das doch mal an. Jetzt, die Bundespolizei klagt, sie hat nicht genug Personal. Die Das wusste. Postfilialen gibt es nicht mehr. Der Gast von den Krankenhäusern klagt auch zu Recht. Ach ja, was wollen die Menschen? Sie wollen keine Steuern zahlen am liebsten. Sie wollen fünfmal nach Mallorca im Jahr. Sie wollen alle 2 Jahre ein neues, teures Handy am liebsten für 1000 Euro. Sie wollen, sie wollen, sie wollen. Und einen kleinen SUV auch. Ja. Ja, genau. Alles das wollen wir. Und dann wollen wir auch noch irgendjemanden, der uns den Arsch wischt, wenn wir es nicht mehr alleine können. Ja. Aber bezahlen will keiner dafür, weil oder Sozialversicherungsabgaben. So ist das. Also, und dann wird eine Schuldenbremse eingeführt. Wir brauchen eine Schuldenbremse, damit wir gebremst werden bei diesen ganzen Ausgaben. Die Leute sind so bescheuert, entschuldige bitte. Also ich denke schon, dass sich die Menschen so langsam entscheiden müssen. Irgendwie schon, ja. Also entweder wollen sie eine vernünftige Infrastruktur, einen vernünftigen Service bei der Bahn, vernünftigen Service auf dem Bürgeramt, im Krankenhaus gut bedient werden, gepflegt werden, oder sie wollen halt bremsen, ne? Mit der Schuldenbremse. Ja, zur Schuldenbremse kommt ja noch ein zweites Bashing-Argument, und das heißt Bürokratie. Das soll ja das Einzige sein, was bei der Bundesrepublik noch übrig geblieben ist, von all den schönen Sachen, die man ja mal angefangen hat miteinander. Also auch da, ja, nee, brauche ich nicht. Ja, nee, die Sollen Sie Bürokratie. uns doch erklären, dann sollen Sie uns doch erklären, warum geht Geld drauf für diese Maßnahme? Warum geht Geld da drauf für diese Maßnahme? Wie viel ist das wirklich? Ist das Jo. wirklich erheblich? Ja. Kostet uns das wirklich so viel? Oder macht Ja. da irgendeiner nur wieder sein politisches Spielchen? Ja. Nein, also es ist einfach unseriös, was die CDU da macht. Die machen politische Spielchen, guck dir das an. Die klagen vom Bundesverfassungsgericht gegen Schattenhaushalte, fordern dann aber immer mehr Geld, genau aus diesen Schattenhaushalten, die sie 20 Jahre lang aufgebaut haben, und werfen dann der An sich. Bundesregierung vor, sie wäre unseriös. Wer ist denn da unseriös? Schon Adenauer hat damit gearbeitet. Fürchterlich, fürchterlich. Also Ich kann und das dann auch. stellt so einer wie Fritze Merz und wie der Jens Spahn hat er jetzt auch noch da reingehauen, Ultimaten auf. Im vollen Wissen, dass das nicht funktionieren kann. Die Häuptlinge der gespaltenen Zunge von der CDU, CSU, unseriöser geht es schon nicht mehr. Ich bin ja mal gespannt, noch 24 Stunden bis zur Landung als Bettvorleger. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz als Bettvorleger landet, weil die haben intern in der Koalition schon längst den Weg abgesteckt. Der ist nicht das maximal geforderte von der CDU, weil es auch rechtlich nicht durchsetzbar ist, weil ganz einfach die Rechtsetzung gar nicht innerhalb von wenigen Wochen EU-weit und sonst wie geändert werden kann. Ja. Also morgen ein Fritze Merz als Bettvorleger landen. Ja, das guck mal am besten mal auf deine Seite, auf Tillichs Ausblicke, dann gibt es die Details dazu. Ja. Alles in allem, nichtsdestotrotz wird die FDP auch als Bettvorleger enden, die ja auch diese Wackelpolitik von CDU und CSU mitmacht. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist die Journalie, die also tagtäglich. Sag das Wort von dieser Lichtzeichenanlage jetzt nicht.
Sehr gut. die tagtäglich in ihrem Journalismus erzählt, dass die AfD nichts taugt, dann aber die Themen von der AfD tagtäglich aufgreift und problematisiert. Also wenn man das Journalismus nennt, dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach. Das ist ganz einfach. Populismus wirkt. Zeitungen leiden unter Abonnentenmangel, weil ja keiner mehr was kaufen will, was schon ein Dreivierteltag vorher im Netz verfügbar war an Informationen. Jedenfalls glauben das die meisten Menschen. Ja. Ja, also werden sie auch populistisch. Und sie brauchen auch nicht mehr die gut ausgebildeten Journalisten, also ein Großteil nicht mehr. Einfach Boulevard. Ja. Fürchterlich. Also man sollte vielleicht eine KI dran setzen, die halluziniert weniger als was. Auf jeden Fall ist die zuverlässiger als diese Journalisten, darf man die überhaupt noch so nennen, bei den einschlägigen Boulevardzeitungen. Nee. Unglaublich. KI, da weiß man, was man hat. Und KI, da weiß man, was man hat. Das ist wohl wahr. Da sind wir auch schon beim Thema, Russland greift an. Ey, wenn die jetzt auch noch mit KI auf unsere Infrastruktur hier in Deutschland losgehen, dann müssen wir uns aber warm anziehen, oder? Ja, das ist leider der Fluch der diffizilen Elektronik, dass sie Dinge kann und schneller kann, als der Mensch darauf reagieren. Das ist die Problematik. Und Ja. es wird zu diesen Angriffen kommen, bin ich mir ganz sicher. Aber ich denke mir, der Westen kann da auch zurückschießen. Nur in so unterentwickelten Staaten wie Russland, man muss ja nur 20 Kilometer aufs Land ziehen aus Russland raus, da leben die Menschen ja noch in vorleninistischer Zeit genauso. Da ist es halt nicht so gravierend. Die leben da auch gerne weiter ohne Internet. Ja? Das hatten sie heute nicht, das hatten sie Ne, naja, guck dir es an. Also wir haben ja am Anfang schon gesprochen über die fehlenden Personal bei der Bundespolizei. Und ich fürchte, auch da muss endlich mal ein bisschen mehr Geld im Personal gesteckt werden, damit wir unsere Cybersicherheit erhöhen können. Da hat die Bundesregierung ja auch was getan. Die haben ja, nachdem Merkel gepennt hat, die letzten 16 Jahre ein Cybersicherheitszentrum installiert. Ja. Respekt vor Boris Pistorius, muss man jetzt wirklich auch nochmal sagen. Die meckern nicht, die tun was, ja. Und ich glaube, das wären auch eher Themen, die wir mal aufgreifen sollten. Dass das nicht morgen alles schon gleich funktioniert, ist was anderes, aber man wappnet sich gegen das, von dem man weiß, was aus den Leningrader Trollfabriken und KGB-Zentralen, oder der heißt ja anders jetzt, FSB. Ja. Also auf uns rüberschwappt, ja. Schon entsetzlich. Rudi, ich glaube, unsere Zeit geht auch wieder rum heute, Montag. Wir sind beide nicht so fit, da haben wir ja mit angefangen. Ja. Ihr könnt ja gerne unsere Themen nachlesen. Felix Ausblicke seien euch empfohlen in Facebook. Und lest mal schön, was da veröffentlicht wird, ne? Und nicht vergessen, ihr sollt uns abonnieren.